Hallo und herzlich willkommen zu Sucht 3, ich meine Risen 3 Titanfall. Ah, soll ich da nicht hinkommen? Ist da überhaupt was? Ich hatte gedacht, ich gehe mal in diesen Kristall oder was das da ist, Truhe leer. Das heißt, ich war da schon. So schließt sich der Kreis. Boah, da haben sie aber super verteilt, das Teil. Achso, das ist ja auch hier wieder der Rückweg hier. Das ist ja, da war ich ja schon. Wo ich noch hingehen könnte, wäre hier. In diese Höhle muss ich unbedingt rein später mal. Das ist das vierte. Diese vierte Höhle. Hat mir das eigentlich auch erzählt? Ich will keine scheiß Schätze hier. Ärgerlich finde ich nur, er hat mir das mal erzählt. Die hätten das ruhig als Quest kennzeichnen können. Und dann, wenn man da drauf geht, die vier Kristallminen, dann würde man das einfacher finden. Das ist das Problem. Obwohl, was mache ich hier eigentlich? Ich habe eine Komplettlösung. Bin ich denn verrückt? Unter der Endgames ist die Komplettlösung. Risen 3. Das offizielle Lösungsbuch. Da gucke ich eigentlich nur relativ wenig rein. Obwohl ich mir das geholt hatte, gleich mit Herr Lipowski. Sie wollen das denn nicht einfach ohne Brille lesen? Natürlich, ich habe mir gerade neue Augen eingesetzt. Jetzt ohne Brille. Leider kann ich die Schrift in 120p nicht so gut lesen. Wie heißt denn dieses Kaff hier nochmal? Seekarte Taranis. Ich hätte mal gesagt, das hätte kein Verzeichnis. Das hat es aber. Nur eben an einer merkwürdigen Stelle. Wieso finde ich das nicht? Wo ist das Verzeichnis? Wo ist das denn so hin? Das gibt es doch gar nicht. Normalerweise müsste sowas doch auf der allerletzten Seite sein. Hier, Lord of the Fallen ist hier die Werbung ab 31. Oktober. Ich fand das Spiel, das ist gar nichts für mich. Glossua. Das ist so ein, für mich ist Lord of the Fallen eigentlich nur, ja, die wollen wohl dadurch, dass es knüppelschwer ist, dem der Sache eine Berechtigung geben. Und, eigentlich ist es nur um die Gegner rumrollen und dann im geeigneten Moment zuschlagen. Das mag ich gar nicht. Und das ist langsame Rollen noch. Da stehe ich ja gar nicht drauf. Ich will ein Spiel erleben und nicht ein Spiel durchkämpfen. Deswegen heißt es ja auch Spiel. Mal gucken. Der Schatz, der Schatz, der Schatz. Schönes Gedöns hier. Verdammt. Schatz, steht da auch der Schatzquest. Quest auf Takarigua. Quest auf Tanaris. Was haben wir denn da? Aufstieg bei den Wächtern. Vergessenen Tagen. Inaktive Kristallportal. Große Verantwortung, großer Durst. Das könnte wohl eher sein Aufstieg bei den Wächtern. 76.
Sollten wir uns den Wächtern angeschlossen haben, müssen wir uns nützlich machen. Duell gegen Magnus. Aha, der Verräter. Das suche ich aber alles gar nicht. Was ich suche, das sind diese Kristallbergwerke. Ist das hier vielleicht? Das sieht mir doch auch aus wie ein Kristallbergwerk. Vielleicht wäre es mal angebracht, das auf der Karte zu sehen. Das würde ich ja gerne offline machen, aber ich weiß nicht, wie man pausiert. Müsste leider spulen. Questzettel wegstaff, Quest Hiebwaffen. Hafendiebe. Sprich mit Baker. Führung über Taranis. Besuchsrecht Minenbericht. Was den Magiern und damit auch generell Magnus am meisten am Herzen liegt, ist die Produktion von magischen Kristallen auf Taranis. Aus den Kristallen beziehen die Magier ihr Zaubermacht. Allerdings ist der Nachschub aus den Bergwerken gefährdet. Prompt bekommen wir von Magnus den Posten des Mineninspektors übertragen. Und sollen uns darum kümmern, dass der Nachschub an Kristallen ungehindert fließen kann. 3 Minen haben wir davon. Dazu ist es notwendig, dass wir die 4 Bergwerke auf Taranis genau unter die Lupe nehmen und jeweils herausfinden, wieso der Abbau stockt. Auf der Karte sind die Minen nicht ganz leicht zu identifizieren, da sie sich optisch nicht von den Höhleneingängen unterscheiden. Um sie zu finden, sollten wir die Markierungsfunktion des Logbuchs nutzen. Die Lagermine. Die erste Mine befindet sich tatsächlich noch innerhalb des Lagers der Magier. Wächter Frink, ein unsympathischer Oberaufsicht über diese Mine. Für ihn zählt nur, dass er all seine untergebenen Regeln Wächter befolgen. Also, wie ich es mir gedacht hatte, diese Mine ist noch innerhalb des Magierlagers. Deswegen hat sich mein Herumlaufen hier eigentlich, will ich sagen, nicht gelohnt. Aber das hebe ich mir auf mit diesem Kristall hier. Da kann ich ja, obwohl ich bin ja jetzt schon beinahe da. Bin fast da. Da können wir das eben noch machen. Ich hatte das befürchte kaum. Ach, da war ich noch nicht. Karte. Da ist der richtige Weg. Das ist kein Ende mit den Biestern. So. Hallo? Können Sie mal nicht so tun, als hätten wir was drauf? Menschen, Menschen, überall Menschen. Aber du nicht. Warum nicht? Bei dir fehlt etwas, du bist wie wir. Warum bist du wie ich? Es gibt kein Ich mehr. Das Ich ist weg. Wir sind es. Es ist nie mehr alleine. Ich habe auch meinen Geist verloren. Warum hast du nicht besser aufgepasst? Jetzt endest du wie wir. Wir müssen. Warum können wir dich nicht? Müssen uns rächen. Möchte töten. Menschen töten. Die Schatten, sie kriechen ihm durch die Knochen. Es kann sie fühlen. Es will uns aufhalten. Wieso kannst du noch sprechen? Wir wissen es nicht. Eigentlich sollte. Es ist so geworden, konnte sich nicht wehren. Es ergreift Besitz, ihm fehlt etwas. Es wurde ihm weggenommen und durch uns ersetzt.
ein Teil seiner selbst wurde zerstört. Aber noch wehren wir uns. Wir wehren uns. Kann ich dir helfen? Wir haben noch etwas. Wir sind hier wegen irgendetwas sind wir hier. Wir haben es vergessen. Es erinnert sich vielleicht. Es könnte dabei Hilfe gebrauchen. Wobei brauchst du Hilfe? Es lässt mich nicht denken. Es ruft, es schreit. Wir sind erst kurz so. Es war hier, um jemanden zu suchen. Vielleicht erinnert es sich, wenn es dorthin geht, wo alles angefangen hat. Es war im Schattenreich. Dort habe ich ihn getroffen. Nimm mich mit dir. Wir werden nicht alleine dorthin zurückgehen. Es gibt eine Kiste, die es versteckt hat. In dieser Kiste sind Erinnerungen. Wir brauchen sie. Nimm es. Wo ist die Kiste? Das Schwarze Land hat sie tief in ihren Kranium. Am hinteren Ende, am Rand der Berge, auf einer Anhöhe hinter demjenigen, der uns das angetan hat. Kann ich hier Essen braten oder sowas? Na, genau das wollte ich doch nicht machen. Ach, kommt jetzt doch mit. Karte. Wenn ich könnte, würde ich diesen Gestank töten. Widerlich. Du machst mir keine Angst. Ach, verdammt. Das war jetzt aber sowas von ungeplant. Jo. Kann gar nicht genug Gegner haben. Jo, kommt alle zu mir, Leute. Hey, ziehst du mal deine Waffe? Okay, I need something. Hallo. Da schwimmt durch den Stein der Superalligator, als wäre das nichts. Sollte allerdings irgendwann mal wieder Munition kaufen, sonst kann ich meine Beschissspielweise nicht weiter fortsetzen. Muss ja auch noch fair spielen. Aber da hat man es wieder gesehen, wenn man hier versucht zu flüchten, dann hat man nur. Hallo, Karte. Ich bin doch. Na, ich bin nicht ganz in der Nähe von dem Obelisken. Da ist der Obelisk. Der war letztens zwar der cooler Stuff. Hallo? Na, tschüss, bis zum nächsten Mal.